Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, hier ist euer Bayerisch Visions, wie ihr es ja gut erkennen könnt. Und ich habe ja ein Unboxing für euch. Ja, warum nicht? Ne? Gibt es ja schon so viele, warum nicht? Ich habe gedacht, mache ich auch mal welche. Also, dickes, schönes Paket habe ich da liegen, habe mir schon Messerchen bereitgelegt und dann geht es auch schon. Bei mir sieht es ein bisschen unordentlich aus, kommt aber daher, weil es einfach mal so ist. Bei mir ist ja auch nicht immer aufgeräumt. Auch typisch halt mal so hier und da mal was. Ich halt nochmal. Gut, ich würde sagen, fangen wir an. Ich habe mir was gekauft. Soll was für ein Computer sein. Vom Namen her weiß ich, dass das bei eBay auch vertreten war. Und ich wusste, ah, da weiß ich, was drin ist. Ja, packen wir es mal aus. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mein zweites Gamepad für den Computer. Und der ist original, wie ihr sehen könnt. Auch für Schnäppchen, also der ist genauso, der hat 2 Euro teurer gewesen als den anderen, den ich ersteigert habe bei eBay. Der andere hat mich 32 gekostet, der 28 hat das war und der jetzt hier 32, sowas in der Ecke. Ich muss aber zu dem Markus, ne, muss ich aber sagen hier, du hättest den ja mal ein bisschen pflegen können von hinten. Du hast zwischendurch ein bisschen Dreck in der Ritze hängen. Ja, und ansonsten sieht er sehr gepflegt aus, kann ich nicht meckern. Ein bisschen staubig, aber das ist ja normal. Schwarz sieht immer an, das sieht man immer sofort. No? Ja, man sieht ja die Gebrauchsspuren. Muss ich erstmal ein bisschen sauber machen, das Teil. Ja, wie gesagt, ein zweites Gamepad, dass man dann halt sagen kann, hinterher, wenn ich Besuch habe, ich habe einen Controller, dass man dann zu zweit spielen kann, habe ich noch einen Controller und ja, war doch mal eine geile Sache. Dann hat zur Zeit dann, ich habe mir vor, wie an der Konsole, dass auch immer 2 Controller und wenn ich ja keine Konsole habe, habe ich mir das bestellt, um im Computer dann halt doppelt gegen dann mal jemanden irgendwo mal zappen zu können oder so. Ja, das würde ich sagen, das wäre mein zweiter Controller halt. Ich zeige euch den anderen nochmal eben. So, jetzt bin ich hier in meinem Wohnzimmer, in meinem Zockerroom, weil hier mein Licht, hier ist der andere. Da. So, und das ist den ich mir gekauft habe, also siehe da, 2 identische. Und ja, ich freue mich schon, ich habe noch nicht zocken können oder antesten können, weil ich im Moment viel zu tun habe. Ihr könnt ja auch von meinen Vlogs vorbeischauen, da wisst ihr genau, was Sache ist. Ja, und das habe ich mir letztens einfach mal so gebastelt, sieht doch mal geil aus, oder nicht? Jawohl, das kann ich auch regeln, das ist ein altes, ne? Ich habe mir ein USB-Kabel, weil ich eine alte Webcam habe. Da die mit LEDs versehen war, Linse war aber irgendwie kaputt, weil ich hinterher gesehen habe, da war nur ein lockeres Kabel. Ja, ich sag, scheiß drauf, das blöde Teil. Ja, dann habe ich dann einfach mal, da haben wir was einfallen lassen und habe jetzt einen beleuchteten Schädel. Und das Geile ist, wenn es nachts und dunkel ist, wenn es halt bestrahlt wird, das ist ein UV-Schädel, der leuchtet im UV-Licht grün. Also das ist total irre. Also, der habe ich schon lange, den habe ich mal gekauft. Naja, das war's jetzt für den Unboxing Microsoft Xbox Controller. Für den Computer und schauen wir das mal, wie aus. Wir sehen uns im nächsten Unboxing. Alles klar, bis dann.